Hallo, heute werde ich euch erklären, wie eine Ameisenkönigin eine Kolonie gründet, beziehungsweise welche Gründungsformen und Gründungsarten es gibt. Hallo Ameisenfreunde und willkommen auf Antlantis, euer Ameisenkanal. Im heutigen Thema geht es um Gründungsformen und Gründungsarten in der Ameisenwelt. Dieses Wissen kann für einen Ameisenhalter sehr nützlich sein. Jede Koloniegründung fängt mit dem Paarungsflug an. Was danach geschieht, wie das dann weitergeht, werde ich euch heute versuchen zu erklären. Es ist unterschiedlich, wie eine Ameisenkönigin eine Kolonie entstehen lässt, denn es gibt verschiedene Gründungsformen und Gründungsarten, je nachdem, was dies für eine Art ist. Was jetzt noch dazu zu sagen ist, ist, dass Gründungsformen und Gründungsarten sehr zusammenhängen. Da werde ich euch noch später was dazu erzählen. Ich werde jetzt dieses Thema so erklären, dass auch die Einsteiger unter uns auch mitkommen und das Ganze auch verstehen können, nachvollziehen können. Wir fangen erstmal mit der Gründungsform an. Die Gründungsformen sind im Groben zwei Formen. Einmal monogyn und einmal polygyn. Monogyn bedeutet, dass die Königin alleine gründet. Danach gibt es die zweite Form, das ist polygyn. Das heißt, dass mehrere Königinnen zusammen gründen. Da gibt es natürlich auch andere Formen, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Zum Beispiel es gibt oligogyne Formen, aber das werde ich jetzt nicht erklären. Das wird sonst den Rahmen sprengen. Jetzt kommen wir zu den Gründungsarten. Natürlich gibt es hier einige Gründungsarten. Ich werde jetzt drei Stück aufzählen, die jetzt am meisten verbreitet sind, beziehungsweise für uns in Europa relevant sind. Es wird dann als erstes die kaustrale Gründungsart, dann die semikaustrale und zuletzt die soziale parasitäre Gründungsart. Die erste Gründungsart ist kaustral. Das bedeutet, dass die Königin nach dem Paarungsflug landet, sich die Flügel abbricht und sich ein Nest sucht. Danach geht die Königin nicht mehr raus aus dem Bau, sondern legt Eier. Und nachdem die Eier zu Larven geworden sind, tut die Königin aus der Flügel, also aus der Muskelmasse, dies abbauen und dadurch die Larven ernähren. Das heißt, ohne Fütterung. Die Königin braucht sonst kein Futter, bis die erste Arbeiterin kommt. Die zweite Gründungsart ist semikaustral. Das heißt, dass nach dem Paarungsflug die Königin auch auf dem Boden landet, sich die Flügel abbricht und sich ein Nest sucht. Der Unterschied zu kaustral ist, dass die Königin beim semikaustral aus dem Nest geht und aktiv jagt, um ihre Larven zu ernähren. Erst nachdem die erste Arbeiterin da sind, wird die Königin das Nest nicht mehr verlassen. Die dritte Art, die ich jetzt aufzähle, heißt sozialparasitär. Das heißt, nach dem Paarungsflug landet die Königin, sucht sich eine geeignete Stelle bzw. eine Wirtskolonie und bricht sich die Flügel ab und dringt in diese Kolonie ein. Es gibt auch verschiedene Arten, wie sie eindringt. Sie kann eine Arbeiterin der fremden Kolonie töten und den Geruch annehmen. Dadurch kann sie eine Kolonie gelangen und wird dann die gegnerische oder die Wirtskönigin töten. Es gibt auch Ameisenköniginnen, die nehmen dann weiselloses Kolonien. Das heißt, die gegnerische Ameisenkönigin ist nicht mehr vorhanden, die ist bereits verstorben. Das ist dann die sozialparasitäre Gründung. Zu diesem Thema noch Fragen habt, schreibt es mir unten in den Kommentaren. Ich werde das so gut wie möglich dann beantworten. Natürlich gibt es in den Gründungsarten auch noch mehr Varianten. Zum Beispiel, ich mache jetzt nur ein Beispiel, die eine ist die Soziotomie. Das heißt, dass die Königin nach dem Paarungsflug zu ihr ursprüngliches Nest zurückkommt und wenn sie dort akzeptiert wird, ihre Flügel abbricht und gründet. Das ist auch jetzt erste Beispiel. Dann sind diese Kolonie polygyn. Das heißt, die werden mehreren Königin haben. Aus diesem Beispiel kann man jetzt sehen, dass die Gründung,
eine Soziotomiegründung ist und dass die Kolonieform polygyn ist. Ich werde jetzt noch ein anderes Beispiel nehmen, klassisches Beispiel Lasius Niger. Lasius Niger hat eine Gründungsform, die ist monogyn, das heißt, sie gründet alleine und die Gründungsart ist kaustral, das heißt, sie benötigt keine andere Nahrung, bis die ersten Arbeiterinnen da sind und dann sorgen die Arbeiterinnen für die Königin. Im Prinzip heißt das, dass Gründungsformen und Gründungsarten untereinander vermischt sind. Das heißt, nicht jede Gründungsform hat die gleiche Gründungsart. Das ist von Spezies zu Spezies unterschiedlich. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Dies würde mich sehr unterstützen und auch sehr freuen. Bis nächstes Mal. Ciao.